Seit 3 Jahrhunderten werden Klaviere und Flügel als hochwertige Musikinstrumente hergestellt. Seit über 180 Jahren besteht die Marke Bösendorfer. Gefertigt werden alle Bösendorfer Flügel fast ausschließlich in Handarbeit, und zwar im Wiener Neustädter Werk. In der Gümmelsdorfer Straße wurde nun kräftig in den Bösendorfer Standard investiert. Die Bösendorfer Klaviermanufaktur hat zur Eröffnung des neuen Auswahlzentrums im Werk Wiener Neustadt geladen. In konzertsaalähnlicher Atmosphäre können ab sofort Kunden und Händler ihre Bösendorfer Flügel und Klaviere vor Ort auswählen. So wird im Auswahlzentrum ein repräsentativer Querschnitt der Bösendorfer Instrumente präsentiert. Das Erlebnis, einen Bösendorfer zu kaufen, wird somit auf höchstem Niveau zelebriert. Der Flügel, der einen für Jahrzehnte musikalisch begleiten wird, kann direkt im Werk in aller Ruhe begutachtet werden. Hier erlebt der Bösendorfer Kunde erstmals den Klang, der berührt. Wir bieten an, wenn jemand einen Standardflügel kauft, dass wir drei Instrumente zur Verfügung stellen, wo der Kunde dann einen seiner Wahl eben bestimmen kann. Und für diesen Moment eben akustische, perfekte Verhältnisse herzustellen, dazu dient dieser Auswahlsalon, der in seiner Art sicherlich einzigartig ist und für den Kunden ein perfektes Umfeld darstellt. Für das Eröffnungskonzert konnte Professor Paul Baduras Coda gewonnen werden. Er ist seit 1978 Träger des Bösendorfer Rings, der auf Lebzeiten verliehen wird. Vergleichbar mit dem Iflandring für den bedeutendsten Schauspieler seiner Zeit, bedeutet der Bösendorfer Ring die höchste Auszeichnung der Klaviermanufaktur. Für mich war es umgekehrt als für die meisten jungen Pianisten. Als ich zum ersten Mal ungefähr mit 22 Jahren Steinway kennenlernte, habe ich mich sehr plagen müssen, um von meinem Bösendorfer Ideal auf das andere Klavier umzusteigen. Heute spiele ich auf beiden. Trotzdem, die Bösendorfer haben einen Klangzauber, der einfach unnachahmlich ist. Wie künstlerisch lebendig sich Bösendorfer als lebende Legende auch im 21. Jahrhundert präsentiert, das zeigte Paul Gulder in seiner Eröffnungsrede. Als Vertreter der Künstler spornte er das Unternehmen an, weiter auf höchstem Niveau für die Musik und die Künstler da zu sein. Ich bin aber kritisch solidarisch zur Firma Bösendorfer und habe sie versucht, heute anzuspornen, sich noch mehr auf ihre zentralen Werte zu besinnen. Denn als kleine Manufaktur wird man mit den Möglichkeiten und den internationalen Positionierungen von Steinway und Yamaha sowieso nicht mithalten können. Man muss diese ganz spezielle Nische optimal besetzen und nicht versuchen, Energie in die falsche Richtung zu verschwenden. Das war im Kern der Inhalt meiner Rede. Die Bösendorfer Klaviermanufaktur mit ihrem japanischen Eigentümer Yamaha setzt mit der Investition in wirtschaftlich interessanten Zeiten einen klaren Impuls. Seit über 180 Jahren behauptet man sich am Weltmarkt. Mit dem neuen Auswahlzentrum hat man die Weichen für die nächsten Jahrzehnte und hoffentlich Jahrhunderte gestellt. Es ist eigentlich natürlich, dass man an der Produktionsstätte auch die Präsentation der Instrumente hat, auch die Geschäftsleitung und die Verwaltung, dass alles sozusagen an einem Standort konzentriert ist, mit gewissen Wurzeln natürlich nach Wien, die wir immer noch haben und auch den Stadtsalon in Wien weiter betreiben. Dieser Raum ist hervorragend gelungen, so dass ich also spontan zum Herrn Breu sagte, dass der für Schallplattenaufnahmen, vor allem von Klavier, Tönen, aber sicher auch für Geige, für kleinere Orchester ideal sein dürfte. Rund 1,2 Millionen Euro wurden in den Standort Wiener Neustadt investiert. Neben dem Auswahlzentrum wurde auch die Firmenzentrale zum Wiener Neustädter Fertigungswerk übersiedelt. Bösendorfer ist durch Eigentümer Yamaha in ein weltweites Vertriebsnetz eingebunden. Bei der Vermarktung der in Wiener Neustadt hergestellten Flügel und Klaviere kann man auf globale Marketing- und PR-Ressourcen von Yamaha zurückgreifen. Mit dem Ausbau in Wiener Neustadt legt das japanische Mutterunternehmen ein klares Bekenntnis zum Standort ab. We have the very long history in Wiener Neustadt. And I always the Wir kennen das Wiener Neustädter Werk schon sehr lange und ich habe schon immer die hohe Handwerkskunst hier sehr geschätzt. Die Qualität und die Marke haben einen äußerst großen Wert für den Yamaha-Konzern. Den einzigartigen Klang eines Bösendorfer kann man also ab sofort im Wiener Neustädter Auswahlzentrum erleben.
1828 gegründet, ist Bösendorfer die letzte österreichische Klaviermanufaktur. Und obwohl die Zeiten für die Klavierindustrie schon mal besser waren, war die Eröffnungsfeier von Optimismus und Zuversicht geprägt. Die Zusammenarbeit mit Yamaha hat die Millioneninvestition in den Standort Wiener Neustadt erst ermöglicht. Und diese Zusammenarbeit ist auch die große Chance, weiter am Weltmarkt erfolgreich zu sein.